Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat seinen Fuhrpark für den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz erweitert. 5 neue Fahrzeuge wurden am 26. Juli feierlich übergeben. Landrat Sigurd Heinze und weitere Vertreter betonten die Bedeutung moderner Ausstattung für schnelle und effiziente Hilfeleistungen. Für den Rettungsdienst übergeben wir 3 moderne Rettungsfahrzeuge, 2 RTW, 1 KTW. Die RTW sind so vorgerüstet, dass zukünftig mit dem Telenotarzt gearbeitet werden kann. Das heißt, der Notarzt muss nicht mehr unbedingt an der Einsatzstelle sein. Er kann digital an die Einsatzstelle oder in den RTW dazugeschalten werden und das Personal, das Rettungsdienstpersonal vor Ort unterstützen. Die Übergabe fand im Feuerwehr- und Katastrophenschutztechnischen Zentrum in Großregen statt. Die neuen Rettungswagen der Wache Lübbenau und der Krankentransportwagen der Wache Lauchhammer gehen direkt in den Einsatz. 2 umgerüstete Mannschaftstransportwagen stehen ab sofort für den Katastrophenschutz zur Verfügung. Insgesamt wurden durch den Landkreis ca. 500.000 € in die Fahrzeuge investiert.